Willkommen zu Engagiert in der Region aus dem Vorgebirgsblick in Bornheim-Merten. Heute mit den Euskirchen Lions. Bei mir darf ich einmal begrüßen Florian Kosmann, du bist der Teammanager von den Euskirchen Lions. Ja. Und Mischa Tinius, du bist stellvertretender Vorsitzender des Schwarz-Weiß-Stotzheim und auch Abteilungsleiter von den Euskirchen Lions, sprich Football. Ihr spielt American Football. Es ist nicht schwer zu erkennen. Ihr habt alles mitgebracht, fantastische Ausrüstung. Hier euer komplettes Material, euer Trikot. Wir reden über alles. Wir fangen direkt mal bei eurer Gründung an. Ihr seid quasi erst, nicht ihr, eure Abteilung ist quasi erst 2 Jahre alt. Also 2018 richtig. Habt ihr euch gegründet. Genau. Wie ist es dazu gekommen? Ja, wir haben über Facebook uns gefunden. Damals waren wir noch zu siebt. Football-Verrückte aus der Region, sage ich mal, die Spaß daran hatten, wieder zu spielen, anzufangen. Dann haben wir so ein bisschen geguckt, was gibt es für umliegende Vereine. Für uns war die Fahrerei halt, das ist ein großes Thema im Football. Die Einzugsgebiete sind meistens sehr groß. Der Sport ist bei weitem nicht so breit gefächert wie Fußball. Auf die Fahrerei hatten wir eigentlich alle keine Lust. Und dann haben wir kurzum gesagt, wir versuchen das mal hier einen Verein zu etablieren in Euskirchen. Und dann haben wir angefangen mit Konzepten, geguckt, wie ist die Resonanz bei Facebook, gibt es überhaupt Leute, die da Lust drauf haben, haben Umfragen gestartet. Und dann im Herbst 2018 einen Infoabend beim Schwarz-Weiß-Stotzheim veranstaltet, wo wir volle Hütte hatten. Das war wirklich überragend. Wir hatten das Vereinsheim rappelvoll, da war richtig was los. Haben wir überhaupt nicht mit gerechnet, dass da so viel Andrang ist. Und am 5. Dezember hatten wir dann unser erstes Training. Und dann ging es eigentlich stehkum weiter. Das heißt, ihr wart beide bei den 7 anfangs mit dabei? Genau, ja, genau. Und beim ersten Training war es gigantisch. Wir hatten damals das Training für 30 Leute ausgelegt, haben dann gesagt, dann kommen wir ungefähr mit hin und sind dann mit 63 Mann überrannt worden. Hat keiner mit gerechnet. Passen ja fast quasi nicht auf den Fußballplatz. Ihr habt auf dem Fußballplatz angefangen, genau, bei Stotzheim. Genau. Wie seid ihr zu Stotzheim gekommen? Das war so, als wir, ich nenne es immer den Gründungsabend, als wir zusammensaßen und das Konzept entwickelt haben, haben wir parallel auch überlegt, was machen wir? Gründen wir einen eigenen Verein oder schließen wir uns einem bestehenden Verein an? Mhm. Weil es viel weniger Arbeit ist, haben wir uns dann dazu entschieden, uns einem Verein anzuschließen, haben mit einigen Vereinen gesprochen und haben uns dann auch die Gegebenheiten angeguckt. Und mit dem Schwarz-Weiß-Stotzheim waren wir sehr zufrieden, weil es da auch bauliche Maßnahmen gab, die dann noch im Raum standen, wo wir dann noch ein bisschen Einfluss auf die Planung haben konnten. Sprich Platz und unsere Field Goals, das ist auf einem bestehenden, fertigen Platz ein bisschen schwieriger, Original-Football-Tore zu platzieren. Und dann sind wir mit dem Schwarz-Weiß übereingekommen und haben dann gesagt, okay, hier gründen wir die Abteilung. Und man kriegt deutlich mit, wenn man sich ein bisschen über euch erkundigt, dass der Verein sich, glaube ich, richtig glücklich schätzen kann, dass ihr da mit teil geworden seid, weil ihr auch großartig unterstützt habt, als es dann um den Umbau des Platzes ging oder zumindest zusammen mit angepackt habt und sowas. Wir sprechen darüber, weil irgendwie hat man das Gefühl, das gehört zum Football so mit dazu, so gemeinschaftliche Arbeit unterstützen und so. Ihr habt viele Sachen gemacht. Jetzt habt ihr es eben schon gesagt, ihr habt auch schon gespielt? Habt ihr beide schon gespielt, auch vorher schon? Nein, also du hattest, glaube ich, vorher schon... Ich habe vorher bei den damaligen Kerpener Bears, das ist der Head Coach war der Udo Rath, der ist auch jetzt Head Coach bei den Wesslingen Black Venom. Mhm. Bei dem habe ich bei den Special Teams mittrainiert, habe dann aber aufgrund einer Fußverletzung ganz schnell gesagt, ich krieg's nicht hin, mit auf dem Platz zu stehen. Mhm. Und habe mich dann weiter der Theorie gewidmet. Und du hast vorher gar nicht gespielt? Ich war schon mehrere Jahre Football begeistert, habe allerdings nie selber auf dem Platz gestanden. Habe damals den Jungs gesagt, da ich einiges an Vereinsleben vorher hatte, mit Vorständen, mit Beiräten etc., dass ich dahingehend meine Unterstützung gerne anbiete und natürlich auch das bisschen bekloppt bin, um Football zu spielen. Und das hat alles ganz gut funktioniert eigentlich. Das wäre meine nächste Frage. Ihr habt von 63 Männern gesprochen. Mhm. Wer von, kannten alle die Football-Regeln? Wussten alle, was sie zu tun haben? Wir haben angefangen hauptsächlich mit Rookies, also mit Leuten, die auch noch nie auf dem Platz gestanden haben.
Da musste man dann erstmal von Grund auf anfangen, den Bewegungsapparat zu trainieren, richtig fallen, richtig tackeln. Die ersten Monate war überhaupt nicht an Kontakt zu denken. Okay. Erstmal gucken, wie kriegen wir die Jungs überhaupt dahin, wo wir hinwollen. Wir waren sehr gut aufgestellt, was den Trainerstab angeht. Da hatten wir sehr Erfahrene mit im Boot von Anfang an, die uns da geholfen haben. Und durch die vorhin schon angesprochene Weite zu den umliegenden Vereinen haben wir auch einige Spieler bekommen, die aus unserer Region kamen, die auch auf die Fahrerei keine Lust mehr hatten. Also war es ein wild gemischter Haufen. Allerdings hatten wir sehr viele neue dabei. Und wie seid ihr an die Trainer gekommen? Waren die auch bei den Gründern schon mit dabei? Weil das würde mich auch mal interessieren. Es waren zwei Trainer mit im Gründungsgremium. Und das lief das ein bisschen über Beziehungen. Mhm. Der eine kennt den, der andere kennt den. Und so kommt man dann ins Gespräch und dann kriegt man die Leute ein bisschen ran. Football ist Family, das ist einfach so. Und wenn man einmal mit drin steckt und ein paar Leute kennt, das ist ein riesen Netzwerk. Wenn man das einmal ankurbelt, dann geht das relativ schnell in die richtige Richtung eigentlich. Wie viele seid ihr denn inzwischen? Sind alle 63 geblieben? Fast. Ja, also beim Football ist es auch so, dass man einen höheren Personalfluss hat. Mhm. Ne, dann geht der eine, dann kommen aber wieder zwei neue oder zwei gehen, es kommt nur ein neuer. Leute, die wollen auch in die USA über ein Sportstipendium, das geht nur, wenn man in einem Footballverein spielt, der mindestens in der dritten Liga angesiedelt ist. Okay. Und dadurch hat man dann auch Abgänge, was dann dazu führt, dass wir aktuell in der Seniorenmannschaft 102 Mitglieder haben, plus die 32, 35 Cheerleader, die noch zusätzlich da sind. Genau, ihr habt nämlich auch Cheerleaderinnen dabei. Wie, war das von Anfang an klar, dass die mit dazugehören, dass man die auch noch auftreiben muss, weil ohne geht's nicht? Oder wie? Von Anfang an war das natürlich ein Wunsch, weil Football ohne Cheerleading ist halt auch nur eine halbe Sache. Ach, okay. Wir hatten das Glück, dass sich ein paar Mädels aus der Region gemeldet haben, die teilweise aus dem Gardetanz kommen, teilweise aus dem Showtanz. Und die dann gesagt haben, wir hätten Interesse daran, uns da ein bisschen reinzuwursteln. Für die war das auch alles Neuland. Wir haben jetzt aktuell, machen die Cheerleading mit Hebefiguren, was auch nochmal eine Besonderheit ist. Ja. Ja, ich meine, du hast jetzt eben schon gesagt, 100 Spielende quasi groß oder Mitglieder. Mitglieder in der Abteilung. Ja, dazu okay. muss man abziehen. Wie viele Trainer haben wir aktuell? 12 oder 13 Trainer und ich. Warum so viele? Weil es ist anders als im Fußball. Im Fußball hat man einen Trainer und wenn man Glück hat, hat er noch einen Co-Trainer. Ja. Der trainiert die gesamte Mannschaft. Mhm. Jetzt ist es so, dass Football aufgebaut wird mit verschiedenen Spielbereichen. Also man hat grundsätzlich die Offense und die Defense, mhm. die beide ein völlig anderes Spielverständnis haben. Das heißt, für die Spieler und für die Trainer im Kopf ist bei den beiden, bei der Offense und bei der Defense, auch das Verständnis mit dem Umgang mit dem Platz ein völlig anderes. Okay. Und dann hat man natürlich auch die verschiedenen Spielerpositionen. Man hat die in der Offense die schweren Jungs vorne in der Line. Die brauchen ein anderes Training, weil die ganz andere Bewegungen durchführen müssen als ein Fänger an der Seite. Ich hake direkt ein. Das heißt, die du jetzt gerade gemeint hast, die schweren Jungs an der Line, das sind zum Beispiel die, also die Defensive, ne, unter anderem, die man aus wirklich jedem Fernsehbild kennt, in die dann erstmal völlig, also die ballern ja ineinander. Mhm. Quasi. Das sind die ja, schon mal. Genau. Okay. Vorne an der Line of Scrimmage, da geht's zur Sache. Das stimmt. Dafür vor allen Dingen auch der Helm, ne? Gut, der Helm ist für jede Position wichtig. Auch ein Receiver, der weit außen steht, der Passempfänger, der kann einen ordentlichen Hit abbekommen, wenn er den Ball gefangen hat und gestoppt wird. Mhm. Also ein Helm ist unabdingbar für jede Position. Mundschutz habt ihr auch, ne? Mundschutz haben vorgeschrieben, wir. Vorgeschrieben ist der Helm mit Mundschutz. Wir haben ein Brustpad, eine Seven-Pocket-Hose, also die Oberschenkel werden da abgesägt, die Knie. Das Steißbein und die Hüfte und das Steißbein. Okay. Das sind die vorgeschriebenen Schutzausrüstungen, die wir tragen müssen bei jedem Spiel. Die werden auch vor jedem Spiel abgefragt. Der Schiedsrichter schaut sich jeden Spieler an,
guckt, ob alles so sitzt, wie es sein sollte. Vorher darf keiner auf dem Platz. Okay. Du hast es jetzt eben gesagt, ne? Völlig unterschiedliches Spielverständnis. Deshalb auch viele Trainer und quasi ist die komplette Mannschaft in sich noch mal ein bisschen geteilt. Genau. Angreifer, Verteidiger und Special Team. Quasi. Special Team? Ja. Was macht das? Das Special Team sind selten komplett neue Spieler. Das würfelt sich manchmal aus Offense und Defense ein bisschen zusammen. Das sind die Leute, das kennt man aus dem NFL zum Beispiel, wenn ein Spiel startet, dann hat man ein Team, die stehen in einer Reihe. Mhm. Dann hat man den sogenannten Kicker oder Panther, der dann hingeht und den Ball einfach mal schießt. Mhm. Und dann hat man auf der anderen Seite hat man das Punt-Return-Team, das ist auch wieder ein Special-Team, einer von denen fängt den Ball und entscheidet dann, knie ich ab für einen Fair-Catch oder versuche ich noch ein paar Meter gut zu machen. Und das sind Aufgaben, die kommen im Spiel vor, aber halt nicht so häufig wie dieses klassische 11 gegen 11 an der Line of Scrimmage. Bevor ich also jetzt im Special Team selbst weiß, ob ich mich jetzt nochmal abknie für einen Fair Catch. brauche ich also einiges an Training, bis ich das überhaupt mal verstehe und dann nur noch abwägen kann. Genau. Ihr habt 2018 angefangen oder euch gegründet und habt dann eigentlich vorgehabt, 2020 in die Saison zu starten. So war der Plan ursprünglich. Ja. Konntet ihr ein Spiel machen oder wie lief das aufgrund von Corona? Also erstmal war es für uns eine riesige Enttäuschung, weil 2020 wäre es nicht nur unsere erste Saison gewesen, wir hätten bei uns auch noch die Saisoneröffnung gehabt. Mhm. Dann kam halt Corona, dann wurde die Saison erst verschoben, dann wurde sie abgesagt komplett, dann hat man versucht, zu einem späteren Zeitpunkt einen Ersatzbetrieb stattfinden zu lassen, der dann auch wieder abgeblasen wurde. Mhm. Wir haben in der Zeit, als wir durften, versucht, Freundschaftsspiele und sogenannte Scrimmages, also gemeinsame Trainingseinheiten, zu bekommen. Das haben wir auch mit den Trust of Jets geschafft, Gott sei Dank, sodass die Jungs auch mal einen anderen Gegner haben. Ja. Und für dieses Jahr, wir hoffen das Beste. Also der Verband ist hingegangen und hat 5 verschiedene Starttermine für eine Saison bekannt gegeben. Die ziehen sich durch von Anfang Mai bis Mitte August. Und wenn Mitte August verstrichen ist, war es das auch wieder. Ja, ich meine, das betrifft quasi alle Sportvereine und alle Unternehmen, die davon und eigentlich wie alle, die irgendwie existieren. Bei euch war es aber jetzt so, ihr habt zumindest ein komplettes Jahr gut trainieren können. Ne? Wenn ihr jetzt in eine normale Saison gestartet wäret, wo wären eure Gegner gewesen? Wir haben ein relativ großes Einzugsgebiet. Die weitesten sind Lüdenscheid, die Lüdenscheid Lightnings. Okay. Heinsberg wäre ein Gegner gewesen. Das sind so die weiteren Auswärtstermine gewesen. Ja. Wie viele sind in einer Liga dann? Oder in Die Liga ist aufgrund der Anzahl zweiteilig. Man hat dann quasi eine Region Ost und eine Region West. Mhm. In der Regel versucht man 6 bis 7 Mannschaften pro Riege zu haben. Das heißt, ihr spielt nicht jedes Wochenende? Nein. Es ist vom Verband und vom Gesundheitsausschuss vom Verband vorgeschrieben, zwischen jedem Spiel ein Wochenende Pause zu haben. Das heißt, man spielt quasi nur effektiv alle 2 Wochen. Und die Sommerferien, die Schulsommerferien in NRW sind auch spielfrei. Warum ist vorgeschrieben, dass ihr eine Woche Pause macht? Als Regeneration. Das ist so, wie soll man sagen? Im Volksmund sagt man, das ist ein Vollkontaktsport. Wenn man das Ganze auf den Gesetzestext runterbricht, gibt es keinen Vollkontakt. Mhm. Wir sind gemäß dem Gesetzgeber eine Kampfsportabteilung. Mhm. Und dann ist es so, dass das Verletzungsrisiko trotz Schutzausrüstung sehr hoch ist. Wir haben auch in den gemeinsamen Trainings mit anderen Mannschaften klassische Verletzungen, Schulter raus oder Schulter raus und direkt wieder rein. Mal den Fuß in die andere Richtung gucken lassen, Bänder und.
Okay, also deswegen hat eigentlich auch jedes Team mindestens einen eigenen Physiotherapeuten dabei. Okay. Und damit sich das Kader nicht zu schnell ausdünnt und die Leute, die gespielt haben, auch genug Zeit haben, ihren Körper zu regenerieren, sagt der Verband alle 2 Wochen. Jetzt, Micha, spielst du Verteidigung oder? Ich spiele Verteidigung, ja. Was hattest du denn schon für Verletzungen? Oder ist die eigene Mannschaft innerhalb des Teams sanft? Nee, ganz und gar nicht. Also die Rivalität zwischen Offense und Defense, die ist auch schon auf dem Trainingsgelände zu spüren, das auf jeden Fall. Ja, so Geschichten wie gedehnte Bänder sind eigentlich an der Tagesordnung. Das ist nach jedem Training. Prellungen, blaue Flecken am ganzen Körper, das ist völlig normal. Gerade in der D-Line, die Arme sehen immer wunderbar aus, wenn die Blocks gebrochen werden. Das ist eigentlich ganz normal. Krass. Ja, ich meine, wenn man so das Visier sieht, ne? Also man ist da doch auch im Tunnel, wenn es losgeht, oder? Ja, also man hat schon, also wenn das Adrenalin dann erstmal einsetzt, dann... Aber es ist halt so, wir haben halt, wie Florian vorhin schon mal angesprochen hat, so spezielle Positionen. Jeder wird halt genauestens darauf trainiert, was er zu tun hat im Spiel. Und wenn das Training gezogen hat, dann ist der Tunnelblick halt auch in die richtige Richtung. Dann sieht man halt nur seine Position, die man angreift, nur das Gap, also die Lücke, durch die man durch muss. Okay. Und das ist dann halt, das funktioniert dann. Ja, das Spannende am Football ist ja auch, dass quasi die Zeit auf 60 Minuten, also ihr spielt 60 Minuten, richtig? Also an sich auf dem Feld, aber die Zeit NFL. Wird sofort... Die NFL spielt 60, wir spielen nach College-Regeln, das sind 4x10 Minuten. Nein, 12. Genau. Entschuldigung, das sind 4x12 Minuten. Genau, während ihr spielt, aber das wird sofort gestoppt. Nicht immer. Also je nach Spielzug, es gibt da spezielle Regeln zu. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, wenn ein Spieler mit einem Ball seitlich aus dem Feld rausläuft, wird die Uhr angehalten. Mhm. Da gibt es verschiedenste Regeln, wann die Uhr weiterläuft, wann sie gestoppt wird. Und diese 4x12 Minuten sind nur effektive Spielzeit. Das heißt aber, ein Spiel kann wirklich ganz unterschiedlich lang dauern. Ja. In der Regel sagt man ein Footballspiel 2 bis 2,5 Stunden. Was natürlich auch eine enorme Belastung ist. Ja. Klar. Jetzt haben wir schon die ganze Zeit darüber gesprochen, dass es was Familiäres ist auch, dass es Gemeinschaft ist. Und wenn man sich mit euch auseinandersetzt, dann findet man Spendenaktionen. Dann geht es darum, sich solidarisch zu zeigen. Solche Posts habt ihr. Und eigentlich findet man wirklich in jedem Post solche Begrifflichkeiten. Liegt das an euch oder liegt es am American Football? Ich würde sagen, beides. Im Football ist natürlich Charity immer ein Riesending, das ist ganz normal. Für uns war das allerdings auch völlig normal, dass wir uns in unserer Region engagieren. Wir haben Blutspendeaktionen ins Leben gerufen, Geld gesammelt für gewisse Aktionen. Da wird der Florian gleich vielleicht noch mal was zu sagen. Der hat da die genauen Zahlen im Kopf. Allerdings, es fängt auch an Kleinigkeiten an. Wir sammeln Leute zusammen, um die Grünanlagen am Platz zu schneiden, solche Sachen. Das sind so schon so kleine Sachen, die den Teamzusammenhalt fördern und da schon mit in diese Kerbe reinschlagen. Wie schön. Ja, Florian, kannst du was sagen zu den Zahlen, zu den Geldern, die ihr sammeln konntet? Ja, und zwar lief die Grundidee eigentlich von einem Coach für die Wide Receiver, also für den Passempfänger. Okay. und zwar sagt der hier, es gibt da Leute, die setzen sich für Kinder ein, denen es zu Weihnachten wahrscheinlich nicht so gut geht und unterstützen da. Und dann wurde das ganze Team befragt und dann haben alle gesagt, okay, wir machen mit. Dann haben wir ein PayPal-Konto eingerichtet, beziehungsweise der Trainer, Michael Zimmer heißt der. Und dann haben wir angefangen, erst im Team zu sammeln und dann nachher noch ein bisschen mit ein paar Social Media Posts das Ganze noch nach oben getrieben und haben dann, ich glaube, in 3 Wochen 1111 Euro oder so übergeben. Cool. Jetzt klingt das, finde ich, also für die, die gut was einstecken können auch mal, ja, alles sehr, 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 sehr schön. Wie kann man jetzt auch als Newbie quasi oder als Rookie, als Anfänger immer noch zu euch stoßen? Auf jeden Fall, ja. Wenn man Lust hat auf den Sport, einfach vorbeikommen. Außerhalb von Corona trainieren wir mittwochs und freitags ab 19 Uhr. Eine Flasche Wasser mitbringen, mehr braucht man eigentlich erstmal nicht. Okay. Natürlich sind Stollenschuhe von Vorteil, aber ansonsten erstmal vorbeikommen. Nicht davor scheuen vor einer teuren großen Ausrüstung, da gibt es für alles Mittel und Wege, das hört man immer wieder. Ich habe keine Lust, das anzufangen, weil ich nicht das viele Geld für so eine Ausrüstung in die Hand nehmen muss.
das ist Quatsch. Innerhalb des Teams wird viel hin und her gehandelt und getauscht, was gerade noch rumliegt. Es gibt Foren, wo günstig Sachen erworben werden können. Also einfach vorbeikommen und mal reinschnuppern und mal so ein bisschen das Feeling mal mitnehmen. Und gerade jetzt da, ne, es hat sich ja jetzt so angehört, ihr seid so viele, wahrscheinlich könnte man da auch mit Fahrgemeinschaften gut hier und da was machen. Außerhalb von Corona natürlich. Doch, wird auch häufig gemacht. Gerade Einzugsgebiet Eifel, die fahren alle zusammen. Ja. Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr kommende Saison spielen könnt. Dankeschön. Dass ihr sie weghaut, sagt man, glaube ich, nicht, oder? Ist schon okay. Dass ihr auf jeden Fall so erfolgreich in die Saison startet und sie noch viel erfolgreicher beendet, als ihr vorhattet. Dankeschön. Und dass ihr weiter so vor allen Dingen Sport, Gemeinschaft, Solidarität und so fantastisch vorbildmäßig verbindet. Schön, dass ihr da gewesen seid. Danke. Das war Engagiert in der Region aus dem Vorgebirgsblick in Bornheim-Merten, heute mit den Euskirchen Lions. Schön, dass ihr da gewesen seid. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.